Was sind das? Ein Gemeinschaftsschlafzimmer, okay. Ja, als Architekt darf man dann solche Sachen umgestalten. Da ist ein Spiegel. Aber ich habe Spiegel nicht an, weil das zu viel Speicher fressen würde. Man glaubt das gar nicht, wie viel Speicher so ein Sims frisst. So. Wir sind aber bereit, wieder nach Hause zu fahren. Ach. Wer ist denn da? Bitten zu pausieren. Posieren. Hand beschnüffeln lassen. Beobachten. Und die Katze ist auch noch da. Dann könnten wir uns vielleicht mal um die Katze kümmern hier. Miau, miau, miau. Gut, das Wildpferd beobachten. Ist so ein bisschen in die Hose gegangen, weil das Wildpferd... Achso, jetzt pennt es. Na gut, dann können wir es auch beobachten, oder? Was? Du bist auf unsere... Oh, Kopfsalatpflanze gefressen. Du Miststück. Hau ab. Ja, jetzt machen sie hier Party oder was? Ey, Alter. Garten pflegen. Ich glaube, das war die eindeutige Sache, dass wir... Leckerchen geben. Ja, jetzt haben wir hier die Pferdeparty. Drei Pferde. Haben wir denn mit irgendeinem von denen schon mehr Freundschaft geschlossen? Also ein bisschen? Was? Angebettelt werden. Mhm. Ach, jetzt kommt das kleine Pferdchen auch noch. Ja, finde ich auch langsam ein bisschen viel hier. Bisschen viel, Pferdchen. So, dann schauen wir das Pferdchenwetter an. Oh. Das läuft einfach so mal eben fast über die Katze. Also, und du machst einfach unser Gatter auf und zu, wie es dir gefällt. Das andere pennt jetzt bei uns. Das ist ja hier eine geile Party, muss ich schon sagen. So. Freundschaft schließen, weil wir es angucken. So. Jetzt gucken wir unser Bett an. Das ist echt der Wahnsinn schlechthin. Oh Mann, die armen Kopfsalatpflanzen. Ich hoffe, wir haben noch welche, die wir dann pflanzen können. Aber das ist ja jetzt echt, das schreit ja wirklich nach einem Zaun. Wie machen wir denn das jetzt? Wir haben ja da schon einen Zaun, aber wenn der Zaun die nicht abhält? Oh, das ist ja überhaupt nicht witzig. Hier Bedarf. Zäune. Oh, Anti-Pferdezaun. Amateursprunggatterboxen. Bla blub. So, Fahrzeuge. Kinder. Zaun? Wo gibt's einen Zaun, Leute? Outdoor oder so, ne? Outdoor. Gartenstühle. Gartentransport. Gartendeko. Gartenbeleuchtung. Vielleicht doch lieber Funktion. Das ist eigentlich ein Tierbedarf. Wir wollen ja das Tier aussperren. Kann das sein, dass ich Garten im Baumenü bauen muss? Dann sollte ich vielleicht erstmal dieses Pferd verjagen da. Genau, haut doch mal alle ab. Dankeschön. Meine Zeitung sollte ich irgendwie auch sichern. Damit Zäune. Welcher ist denn hier? Ein Anti-Pferdezaun. Welchen haben wir denn hier? Vielleicht, nehmen wir den dann einfach. Schädlinge raus. Ja, das hat ja gut geklappt. Das, haben wir ja eben gesehen, dass das sehr gut klappt. Vielleicht passt das Pferd dann nicht dadurch, wenn ich dann nur so eins frei mache und da jetzt ein Gartentor einsetze. Jetzt ist nur die Frage, was im Gartentor passt denn hier rein? Ach so. Das ist ja fein. Also genau da
muss auch ein Zäunchen sein. So. Ach so. Also da kann ruhig ein Zaunpfosten sein. So. Okay. Ich hab so einen Mod drin, dass ich nicht überall Zaunpfosten hinbekomme. Weil das sonst ein bisschen komisch aussieht. Obwohl die hier an der Seite könnten ja ruhig Zaun sein, Zaunpfosten sein. So. Dann schauen wir mal. Was für ein Zaun wir da. Was für ein Gattertor wir da reinknallen. Schädlinge raus. Tor Bauernhof. Mit dem Stroh. Was haben wir denn drüben für ein Tor? Oh. Na gut. Das ist unser Hausgarten und nehme hier den fein gezäunten. Weil das hier ist doch ein bisschen groß. So. Pflanzenschutzmaßnahmen. Mussten ergriffen werden. So. Wir haben noch Kopfsalat von der Qualität hervorragend. Hervorragend und. Was war denn jetzt nochmal besser? Wunderbar oder hervorragend? Auf jeden Fall pflanzen wir die jetzt neu. Das finde ich echt nicht witzig. So. Ich habe gerade einen Anruf von Oriole Bild erhalten. Bird erhalten. Scheinbar quetscht jemand oder etwas nach die Zehen von Oriole. Jeden Tag erhalte ich verrückte Aufträge. Ich muss Oriole Bild fragen, wer auf diese Zwickzwackerei verantwortlich sein könnte. Oh mein Gott, was für ein dummer Auftrag. Aufstehen. Dann, den vom Wildpferd gefressenen Rest der alten Pflanze wegräumen. Logik wollen wir ausbauen. Und wir wollen... Nee. Pferd, du kannst mich mal. Du frisst unsere Sachen und dann soll ich mich auch noch mit dir anfreunden. Wildpferd streicheln, nein. Ja, das finde ich auch fein, dass du da nicht mehr rein kannst. So. Das zeigt mir ja dann, dass vielleicht die Pflanzen jetzt sicher sind. Abschließen. Alle außer mir. Garten mit dem besten Düngen. Ja, alle außer mir. So. Was sind die Äpfel? Die Äpfel sind ausgezeichnet. Hervorragend. Ausgezeichnet. War das denn nochmal? Desto lilaner, umso besser. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Ganz traurig, dass das Pferd unsere Sachen gefressen hat. So, Garten pflegen. Das gibt's echt nicht. Ist das unser Essen auf? Nee. Das gibt's ja nicht. So, hervorragend, ausgezeichnet. Hervorragend scheint also besser zu sein als... So, machen wir unsere Apfelplantage auf hier. Und dass das Viech jeden Tag die Zeitung zerfleischt, finde ich irgendwie auch nicht lustig. So. Malen wollen wir verbessern. Wir wollen so ziemlich alles verbessern. Und ich wette, der Trockner kostet mehr. Das bringt außerdem ein Trockner ohne ein... Ohne ein Dingens. Eine Waschmaschine. Und das ist die Lupe übrigens, die wir eben bekommen haben. Das ist noch unsere Schnappschusskamera. So. Apfelpflanzen. Ach Mensch. Das war doch eigentlich ganz okay. Aufräumen. Was für ein Müll denn? Oh, den Müll.
Ja, das ist eine Tür. Mau. Dann schnappe ich mir die Zeitung und zerfleche deine Zeitung. So. Ich wette, dass wir sie auch gleich wieder machen. Ja, genau. Halt. Hör auf damit. So. Hoffentlich hat das jetzt mal ein Riegel davor geschoben. Da kannst du jammern, wie du willst. Ich finde das nicht lustig, andere Leute Zeitung zu zerfleischen. So. Jetzt geht er nicht wieder hin und zerfleischt die. Okay. Sie ist brav. Mau, mau. Kommst leider nicht rein. So, wir wollten ja gucken, was es so für Tiere gibt. Tier aus dem Tierheim adoptieren. Ja, also mal erstmal die Streuner adoptieren. Wir schauen einfach mal. Pflanzen 3 und Pflanzen 4. Wir können jetzt Sachen düngen. Du. Ah, das ist ja echt. Hör auf damit. Hör auf damit. Conji Ablegog. Ja, genau. Mhm. Lesen. Mäßigt die Tiere zur Adoption in der Nachbarschaft suchen. Niedere Polizeiarbeit erledigen. Stimmt, das können wir auch noch machen. Oh, ich habe Hunger. Und ich bin eine Wildkatze. Ja, ich überlege ja schon, ob wir den kleinen Kerl adoptieren. Aber momentan macht er sich nicht gerade Freude mit dem ständigen an der Tür kratzen und Sachen fressen hier. Star auf Überraschungsbesuch. Der Filmstar Horst Rolle hat nun schon 2 Abende in der Stadt abgefeiert. Als er nach seinem neuesten Film befragt wurde, sagte er, ich habe jetzt keinen Bock darüber zu quatschen. Manchmal habe ich da einfach Lust, in der realen Welt zu entfliehen. Lama Classics. Rasputin galoppiert allen davon. Rasputin hat die Konkurrenz abgehängt. Mehr wollte ich jetzt dazu nicht lesen. Wir wollen ermäßigte Kurse suchen und was gibt's da? Dienstauszeichnung erhalten. So.